Aber gut, eins nach dem anderen. Erstmal sollten wir Diego fragen, wer denn die wichtigen Leute sind, bei denen wir uns goldene Sternchen abholen können. Da. Wo finde ich die wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Torus. Den kennst du ja schon. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Ha. Na gut. Was ist die Prüfung des Vertrauens? Du sollst für mich zur alten Mine gehen. Dort triffst du einen Kerl namens Ian. Er wird dir eine Liste geben. Diese Liste ist wichtig. Da steht drauf, was die Jungs in der Mine von uns brauchen. Das schicken wir ihnen dann mit dem nächsten Konvoi. Kein Problem. Oh doch, das ist ein Problem. Das neue Lager darf auf keinen Fall die Liste in die Finger bekommen. Wie ich schon sagte, die Liste ist wichtig. Wenn du die Sache gut machst, bringt dich das einen großen Schritt weiter. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Werd's ihm ausrichten. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Ich denke, bei der Sache mit Neck liegt Sly falsch. Er hat zwar immer viel gemeckert, aber ins neue Lager ist er sicher nicht gegangen. Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von ihm lernen. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Na gut, also Fingers wäre jetzt ziemlich einfach. Dann müssten wir nur 10 Lernpunkte investieren in Schlösser öffnen. Und das mit Neck und dem Amulett. Da müssen wir uns wohl doch von dem Amulett trennen. Hm? Schade, schade. Wo finde ich die alte Mine? Geh zu Graham. Er zeichnet Karten. Sag ihm, du kommst von mir. Er soll dir eine Karte geben. Auf der wirst du die Mine finden. Er wohnt drüben, links, neben dem Nordtor. Also hätten wir die 50 Erz gar nicht ausgeben müssen für die Karte. Super. Na gut, dann können wir mit der zweiten Karte vielleicht nochmal zu den Jägern gehen und versuchen, ob die die haben wollen. Und sonst verkaufen wir die einfach. Mach's gut. Also, der Kartenzeichner war in einer der Hütten da. Bist du ein wichtiger Schatten? Nee, du bist Gardist. Mit euch haben wir nichts am Hut. Und du bist niemand Besonderes. Ah, Bloodwyn. Er gehört auch zu den... Ja, kannst du. Er gehört ja auch zu den Gardisten, also für uns uninteressant. So, wo ist jetzt dieser Graham? Der war doch hier beim Haupttor, oder? Ah, da ist er. Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz. Moment mal, Diego sagte, du sollst mir die Karte geben, nicht verkaufen. Das interessiert mich aber nicht. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit es macht, so eine Karte anzufertigen? 20 ist schon mein Spezialpreis für Freunde von Diego. Normalerweise würde ich 50 nehmen. Ja, das wissen wir. Aber Diego bezahlt das. Oder die Garde oder sonst wer. Nicht wir. Rück die Karte raus. Oder ich poliere dir die Fresse. Mach bloß keinen Mist, Mann. Ich will keinen Ärger. Hier, nimm die verdammte Karte und jetzt lass mich in Ruhe. Schon besser. Also, wir haben eine Karte zur alten Mine und wir haben eine Karte der Kolonie. Ah, das rote Kreuz da wird wohl die alte Mine sein. Gut. Schauen wir uns hier erstmal weiter um. Du warst Sly. Er will das Amulett haben. Warum passiert sowas immer wieder? Na gut, was soll's. Bringen wir es hinter uns. Ich habe Neck gefunden. Gut, hast du dafür Beweise? Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Hier,
Genau um dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten, aber du hast die richtige Entscheidung getroffen. Wenn Diego mich nach dir fragt, werde ich dir meine Stimme geben. Aha, wir haben dir auch gerade ein magisches Amulett in die Hand gedrückt. Da gibst du uns hoffentlich deine Stimme. Aber ja, wir haben wenigstens eine Stufe bekommen. Das heißt, wir haben jetzt wieder 10 Lernpunkte. Wenn wir ein bisschen mehr Erz hätten, könnten wir zur Arena gehen und da endlich lernen, wie man mit dem Schwert umgeht. Aber das schaut nicht so gut aus bei uns. 3 Erz. Ja. Du wolltest das Schwert haben, das hast du auch bekommen. Und war hier nicht auch irgendwo Fingers? Der war in so einer Seitennische ganz versteckt. Wie der Dieb, der er halt ist. Na, niemand Besonderes. Was mit dir? Du bist zwar auch ein Gardist, aber mal gucken. Na, wie sieht's aus? Du kannst nach wie vor auf mich zählen, Kleiner. Ich dachte, das wäre schon lange. Ah, er war einer der Schutzgelderpresser. Also, Bladwin, Jackal, Fletcher. Wer war der vierte? Ah, auf dem Marktplatz waren noch ein paar Schatten. Wobei zwei der Schatten Händler sind. Nämlich Fisk und Dexter. Hier hätten wir schon mal Fisk. Der hat nichts für uns zu tun. Und Dexter? An der Geschichte. Ich will mich dem Lager anschließen. Ich will Schatten werden. So, du suchst eine Möglichkeit, dich zu bewähren. Gut, du kannst etwas für mich erledigen. Wenn du die Sache gut machst, lege ich ein gutes Wort bei Diego für dich ein. Um was geht es? Im Sektenlager gibt es einen Mann, der Kalom heißt. Ist ein ziemlich hohes Tier, einer der Gurus der Sekte. Kalom ist Alchemist. Er hat das Rezept für einen ziemlich wirkungsvollen Heiltrank. Ich will ihm das Rezept abkaufen. Dann kann ich die Dinger selber herstellen. Aber an Kalom kommt niemand ran. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dauernd auf der Suche nach neuen Leuten. Du bist neu hier. Tu einfach so, als wenn du dich anwerben lassen willst. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob du dafür bezahlst oder nicht, ist mir egal. Also wir sollen einem hohen Guru des Sumpflagers ein Rezept klauen, obwohl wir uns dem Lager vielleicht anschließen wollen. Ziemlich riskant. Da muss aber gut was bei rumkommen. Hört sich nach einer schwierigen Sache an. Wie viel ist für mich drin? Irgendwann wird Diego mich fragen, ob du für uns geeignet bist. Rate mal, wovon meine Antwort abhängen wird. Das ist aber hoffentlich nicht alles, oder? Und auch die 50 Ärzte, die hier angegeben werden, das ist ja nicht wirklich viel. Das Rezept ist bestimmt eine Menge wert, wenn es über Heiltränke ist. Und das Risiko ist auch ziemlich hoch. Es kann sein, dass ich das Rezept bezahlen muss. Gib mir 50 Erz als Vorschuss. Vergiss es. Kein Erz, kein Rezept. Na schön. Über das Erz können wir reden, wenn du das Rezept hast. Sollten wir noch ein bisschen nachbohren. Aber wenn wir die 50 Erz bekommen würden, dann könnten wir gleich weiter zur Arena und unseren Schwertkampf üben. Nein, ich will jetzt Erz sehen. Oder du kannst dir dein Rezept selber holen. Es gibt noch genug andere neue. Ich denke, ich sollte den Auftrag einen von denen geben. Ich glaube, der blufft. Weil er ganz genau weiß, dass wir es nötig haben, sozusagen. Gut, vergessen wir die Sache. Nicht so schnell. Wollte nur wissen, wie weit du gehst. 50 Erz ist ziemlich viel für einen neuen. Was denkst du? Klingt schon besser. Gut, gut. 50 Erzbrocken kann ich gerade noch entbehren. Enttäusch mich nicht, Kleiner. Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten.
Am besten besorgst du dir eine Karte. Ich habe eine da. Für 50 Erz. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? Stimmt genau. Und ganz zufällig kostet die Karte 50 Erz, ne? Hm, du mich auch. Oh Mann. Aber gut. Das können wir denn erledigen, wenn wir uns von dem da ins Sumpflager bringen lassen. Aber noch nicht. Wir haben bestimmt noch mehr hier in der Gegend zu tun. Oh, unsere Lieblingspfanne. Haben wir Fleisch? Ja, schön, schön. Dann brutzeln wir das erstmal alles, damit wir später wieder auf Scavenger-Jagd gehen können. Und eventuell, wenn wir unseren Schwertkampf verbessert haben, können wir uns ja auch mit diesen Echsen anlegen. Und was sonst noch hier in der Gegend so rumkreucht und fleucht. So kriegen wir vielleicht genug Geld zusammen, um eine Rüstung zu kaufen. Das wird langsam echt nötig. Und beim nächsten Stufenanstieg sollten wir auf jeden Fall Punkte übrig behalten für die Jagdfertigkeiten. Also Zähne ziehen, Krallen ziehen, Häute entfernen und so weiter. Jetzt, wo ich mir so überlege, vielleicht sollten wir erst die Jagdfertigkeiten lernen. Denn in der Zwischenzeit werden wir so oder so Tiere erledigen. Das nächste Level dauert noch ein bisschen. Aber Scavenger schaffen wir so oder so. Naja, schauen wir das dann weiter um. Hier könnten wir schlafen, aber es ist noch früh genug. Du da. Du bist nur ein normaler Schatten. Na gut. Deine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Wahrscheinlich hast du recht. Er kann uns Schwertkampf beibringen, aber vielleicht ist er auch eine einflussreiche Person. Fragen wir ihn mal. Ich will mich dem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken, vielleicht. Einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher, um sich zu messen. Fordere einen von ihnen heraus und kämpfe gegen ihn. Je nachdem, wie gut du dich schlägst, wird mein Urteil über dich ausfallen. Oh. Na gut, dann sollten wir aber wirklich vorher trainieren. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Ja, jetzt haben wir ja Herz. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Gute Entscheidung. Um deine Technik zu verbessern, musst du erst einmal lernen, deine Waffe richtig zu halten. Anfänger neigen dazu, Einhandwaffen mit beiden Händen zu halten. Mit sowas fängst du am besten gar nicht erst an. Das behindert dich nur. Halt die Waffe mit einer Hand, Klinge nach oben und dann immer schön schwingen lassen. Du musst lernen, den Schwung deiner Waffe mit deinen Bewegungen in Einklang zu bringen, dann kannst du schneller zuschlagen. Wenn du dich an meine Anweisungen hältst, wirst du in Zukunft eleganter und vor allem schneller kämpfen. Ach, und noch was. Manche Treffer richten mehr Schaden an als andere. Als Anfänger hast du nur eine geringe Chance, solche kritischen Treffer zu landen. Aber je weiter du fortschreitest, desto besser wird diese Fähigkeit. Na gut, dank dir. Und jetzt suchen wir uns mal einen einfachen Gegner. Da drin trainiert einer. Hier haben wir einen aus dem neuen Lager, aber der hat eine schwere Rüstung an. Und hier haben wir einen aus dem Sumpflager. Seine Rüstung sieht nicht sehr stabil aus. Was machst du hier? Ich? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich, auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Okay, ein Spinner. Was ist der Schläfer? Bei uns im Lager findest du Priester, die dir diese Frage besser beantworten können als ich. Ich will dir nur so viel sagen. Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat uns an diesen Ort geführt und er wird uns auch wieder hier herausholen. Du meinst, ihr wartet darauf, dass euch euer Gott befreit? Ja, und das Warten wird bald ein Ende haben. Die Vorbereitungen für eine große Anrufung laufen schon. Hört mir alles sehr nach Propaganda an. Was ist das für eine große Anrufung, die ihr plant?
Unsere Propheten sagen, die gemeinsame Anrufung des Schläfers sei der Schlüssel zur Freiheit für uns alle. Wenn du mehr darüber erfahren willst, begib dich zu uns ins Lager. Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Hier im alten Lager sind immer einige Novizen, die Neuankömmlinge wie dich in unser Lager begleiten. Du musst sie nur ansprechen. Na gut, aber eigentlich wollten wir gegen dich kämpfen. Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt. Das hatten wir schon. Zu seiner höheren... Aber er will wohl gerade nicht kämpfen. Dann schauen wir doch mal zu dem da rein. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Na gut, er hat eine Schattenrüstung an, wir gar keine. Und er hat ein ordentliches Schwert. Und wir haben eine schartige... einen schartigen Abklatsch von dem Schwert. Also geben wir ihm okay, Bier. Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier, nimm. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast 2 Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hereingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Hey, für 2 Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketty, meinst du? Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Er scheint recht selbstbewusst zu sein. Also warten wir lieber nochmal damit. Genau, trainier du mal weiter. Wir besorgen uns erst ein besseres Schwert. Und Karim sollen wir besiegen. Das ist dann wohl der Typ aus dem neuen Lager. Na gut. Also noch eine Sache für unsere Liste. Sketty beeindrucken. Und Fingers haben wir immer noch nicht gesehen. Immer diese Diebe, die sich verstecken. Ah, doch, das sieht so aus wie seine Nische. Auch wenn wir jetzt keine Talentpunkte mehr über haben. Aber gut. Fürs nächste Mal wissen wir, bei der Arena hoch, links rum, da ist Fingers. Aber speichern wir mal zwischendurch ab. LP 007.